So, ich wieder. Ich habe mir gerade noch mal den Text angehört, beziehungsweise die Informationen, die ich bekommen habe, als ich den Raum betreten habe. Und es hat sich mal wieder herausgestellt, ja, zuhören. Das, was das Mail einem erzählt und was man selbst antwortet, oder was einem geantwortet wird, in seinen Mund gelegt wird, das ist immer so der Weg zur Lösung. Muss mal eben meine Brille noch einstellen. So. Und primäres Ziel war ja eine Sache. Da habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Ihr erinnert euch. Nun braucht das Dingen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Das braucht ja drei oder vier von diesen Flaschen. Ah, da oben war das. Da war das. Aber nee, Moment. Hier im Gang war doch auch so ein Ding. Da ist ein Einser. Ein Einzelner. Da ist ein Einzelner. Moment mal, dann reicht der aus dafür. Noch so eine Befüllanlage. Oh ja, genau hier. Ich war gerade am Überlegen, wo sie ist. Sie ist hier. Da habe ich ja schon dran verzweifelt dran rumgerüttelt, als diese scheiß Dinger waren. Zack. Oh. Das ist nicht elektrisch, das ist. Da scheint der Maximalpegel zu sein. Das ist aber ein Sauzeug. Das sieht ja aus wie Glibberglub. Das ist so Gelee-artig. Seht ihr das? Ah ja, mir soll es egal sein. Hauptsache es funktioniert. Falsch. Kann ich die da eigentlich rausziehen? Guck mal, die macht sich automatisch zu. Nein, kann ich nicht rausziehen. Ach Mann. So. Spiel wird gespeichert, das heißt auf alle Where is Fälle mal. everyone? They threw a party and then what? They just vanished? Maybe something happened in the crew quarters? Anyway, none of this explains the lockdown or Lysenko's deployment of drones throughout the base. Ja, das habe ich auch mal. So. Fantasie hört nicht auf. Die Beleuchtungen sind also. Ich habe von einer Kollegin den Link geschickt bekommen. Da wird ein Interview, ne, ich glaube, es ist eine Mail-Antwort von Vertical Robot, von einem der Entwickler, darauf hingewiesen, auch auf die Programmiergeschichten und auf die wichtigen Sachen beim Programmieren oder bei dem Herstellen eines Games. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Lichtbeleuchtung unwahrscheinlich wichtig ist. Und das kann man nur bestätigen. Also die legen so viel Wert auf diese ganzen Beleuchtungen. Und hier ist ein warmes Licht, dahin ist ein kaltweißes Licht, da ist kaltweiß. Das ist alles schon irgendwie cool gemacht. Was war das wieder? War das Friend of Foe? What the heck? Irgendwas hat er wieder. Ach so, hier. Deswegen pulst. Der Controller pulst dann. Man merkt das aber meistens, wenn man konzentriert ist, nicht sofort. Generatorraum.
gehe ich recht, dass du auf die andere Seite gelangen willst. Da haben wir es wieder. Die Info heißt, gelange bitte auf die andere Seite, wobei das relativ eindeutig ist. Du wirst mir vertrauen müssen, nur dieses eine Mal. Wie soll ich denn mit dem Jetpack? Soll ich es wirklich echt mal einmal ihm vertrauen? Du Arsch! Du Arsch! Du Lügner! Du Lügner! Du Lügner! Du Lügner! Du Arsch! Gut, der Gag sei ihm erlaubt. Und ich falle auch noch drauf rein. Nein, ist ja gut, alles gut. Ich habe mir ja schon gedacht, dass er mich verarscht. Aber es gibt nur eine Möglichkeit. Oh Mann, das hasse ich ja. Ich kann mit diesem Jetpack nicht so wirklich gut umgehen, das wisst ihr. Ach du Kacke, kriegst die. Alter Schwede. Ist das Kacke hier? Ist das Kacke? Ist das Kacke? Ist das Kacke? So. 90 Grad Drehung. Und ich bin tot. Nein, 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 nein. Aber, ach so, okay, ich respawne hier. Immerhin. Ich dachte, ich müsste ganz von vorne anfangen. Auch das habe ich überlebt. Puh. Ich mag Höhen nicht, ich mag Fights nicht, Kämpfe nicht. Das ist eigentlich ein Spiel, was gar nicht mir gefallen dürfte, aber es gefällt mir sehr gut. So, da sind wieder Rohrleitungen. Sind hier auch wieder irgendwelche Absperrhähne, Ventile. Da oben sieht etwas merkwürdig aus, als ob man da. Ich würde es gar nicht wissen. So, da ist ein Port. Ich was Dummes mache, da ist ein Schalter kaputt. Oh je. Das Ding kennen wir doch schon. Wartungsdrohne. Aber diesmal hat sie kein. Oder ist das wieder ein Feuer? Nee, das sieht anders aus. Die letzte hatte ja so ein. Oh, was liegt denn da? Was ist das? Die letzte Drohne hatte ja so ein Flammenwerfer. Ja. Keine Ahnung. Mal gucken, was das ist. Ey. Ey, was mache ich denn hier? Falscher Knopf. So. Hallo? Was ist denn jetzt kaputt? Achso. Nicht dein Ernst. Das Ding funktioniert nicht. Wieso das denn nicht? Bin ich jetzt gerade. Hat sich jetzt gerade mein. Der funktioniert noch ganz normal. Aber wenn ich auf die andere Taste drücke.
Was ist denn los mit mir heute? Ich bin zu müde schon. Wartungsdrohne. Wartungsdrohne-Lasermodul. Oh Gott. Wartungsdrohne-Lasermodul. Das Teil da unten, ja, stimmt. So, das muss da unten rein. Okay. Rein, raus. Was? Oh Gott, egal. Und was ist das hier? Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, worum es hier geht. Oh. Was ist denn das? Stick, Nicken, Gieren, Adapter. Lasermodul nicht befestigt. Feuern deaktiviert. Das Ding existiert wirklich oder ist das nur ein... Ich bin hier gerade im virtuellen Raum gegen was Reales gestoßen. Ja, ich muss mich mal wieder ein bisschen drehen. Und mal ein bisschen wieder in mein Spielraster zurück. Ups. Jetzt hänge ich da dran und kann mich nicht mehr bewegen. Das ist nicht so gut. Mach mich mal eben los. So, dann gehe ich da hin, wo ich hin muss. Und dann verbinden wir uns wieder. So, was muss ich denn jetzt mit der Drohne? Was soll ich denn damit machen? Ich verstehe gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich habe hier dieses komische Modul. Ich kann die vielleicht in einen anderen Raum. Da ist eine Klappe. Offen. Okay, da ist eine Klappe offen. Aber ich komme noch nicht in den Raum rein. Ich kann jetzt die Drohne da durchfliegen. Was habe ich davon? Ach, die Drohne schießt da hinten auf den... Ach, da ist ein Schalter. Ach, Leute. Ihr müsst mir auch ein bisschen helfen. Ah, jetzt sehe ich auch. Guck mal. So, das ist links. Ich habe schon wieder vergessen, was vorwärts ist. Ist das wie bei der anderen? Nein, doch. So ist vorwärts. Müssen wir ein bisschen nach vorne, ein bisschen schräge hinkriegen. Ach so, ich kann doch gar nicht schießen. Wie kann ich denn das Modul befestigen? Lasermodul nicht befestigt. Ich verstehe gerade das Problem, aber ich sehe gerade keine Lösung. Oh, ich bin gerade ein bisschen groggy. So, das ist das Lasermodul, wo? So, wie soll ich das befestigen an der Drohne? Wenn ich an die Drohne nicht herankomme. Und durchfliegen werde ich die Drohne nicht können. Oder kann ich die Drohne da durch... Na komm. Glaube ich zwar nicht. Ach, sie ist runtergefahren. Sie ist da unten. Die ist runtergefallen, als ich den Stecker rausgezogen habe. Wie geil ist das denn? Was war das denn? Wieso hatten die gerade... Da,
Da ist was dran vorne. Was leuchtet denn da so? Ach so, das ist Zielkreuz. So, dann pass mal auf. Nee, die passt da nicht durch. Oder? Doch, die passt da durch. Leider kann man mit der Drohne nicht rückwärts fliehen, das ist ein bisschen hinderlich. So. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Gas geben wollte ich. Ne, die geht nicht da durch. Die passt nicht da durch. Wieso nicht? Das untere Teil ist zu dick. So runter ging nicht. Leute, ich möchte euch echt nicht langweilen, aber irgendwie die letzten Stufen sind ziemlich schwierig. Die logischen Rätsel sind hier teilweise ein bisschen tricky, um es mal harmlos auszudrücken. So, wir machen das erstmal so. Und das Schlimme ist noch die Drohnensteuerung. Ich habe selbst eine Drohne, ist komplett. Nicht komplett, aber ist merkwürdig ohne Schwerkraft und hier die schwankt. Also wenn man nichts macht, dann auch dann schwankt sie. Und Gas geben ist Trigger. Das verwirrt mich. So. Und wenn man den anderen bewegt, dann bewegt man sich selber. So, ich wollte dann mal so. Man muss runterziehen. Nein, das ist auch wieder scheiße. Man kann den Trigger nicht bewegen. Was kann ich denn machen mit der Drohne, wenn ich da nicht durch kann? Sag's mir doch mal. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich würde ja gern das Ding da durch, dir das da reinstecken. Ich würde gern was reinstecken, aber ich kann dir nichts da reinstecken. Wobei, Moment. Was ist denn jetzt passiert? Teleportieren? Ja. Was war das denn? Das stand da schon mal teleportieren. Ich glaube manchmal, das ist echt verarsche hier, Mann. So, ich möchte. Moment mal. Ich stehe hier wieder total am Arsch der Welt. Ja, teleportieren, genau. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Moment, ich habe doch was missverstanden. Das Lasermodul, das ist. Wieso steht da deaktiviert?
Ach, das ist. Ah, ich sehe schon. Vorne hin ist der Laserpointer und der Schussmodul. Das ist wahrscheinlich nur das Schussmodul, das da vorne vorkommt. Was das bündelt, das Licht. Das fehlt. Das ist nicht dran. Aber ich kann doch nicht. Ja, Mädel, wie soll ich denn? Wie soll ich denn bitte. Keine Ahnung. Keine Ahnung.